Ja, so, wir machen jetzt nochmal ein Winners-Interview. Falls ihr irgendwelche Fragen an Robin habt, dann stellt die in den Chat, ich kann das hier sehen. Ja, leider ein bisschen Husten noch und so. Ja, erstmal mit der anderen Hand herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es hat sich nichts geändert eigentlich. Warte, du musst das... Ich höre mich so gar nicht sonst. Okay. Ja, gut. Genau. Ich dachte, das ist vielleicht zu dicht. Ja, also als ob du nie weg gewesen wärst. Direkt wieder in die Zeit gewinnen einfach. Ja, lang ist das her mit der NIZ. Ja, auf jeden Fall. Aber war cool. Coole Location. Mhm. Ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen, also... Es war auch nur das, die erste Hälfte. Ja. Also da drüben ist eigentlich noch dieser riesige Seminarraum, da kann man halt auf Beamer gucken und so. Ja, ist ja nur jetzt ein bisschen abgegrenzter, kleine Runde heute. Aber, ja, genau. Aber stacked dafür. Super, also die ganzen Sets, die gespielt wurden, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock, mir die nochmal anzuschauen. Die waren echt spannend und ja, ich frag dich einfach mal, wer war denn deine schwerste Begegnung heute? Also ich muss jetzt eigentlich sagen Beißel, weil der mich in Zusatz gekickt hat, ne? Ja, crazy. Also ich hatte ja heute 3 Sets gegen ihn. Einmal in Pools, stimmt, das stimmt. War relativ close, aber ne, ging dann noch 2-0 für mich aus. Mhm. Und dann kam ja das im Winners, das Set. Und das habe ich ja 3-1 verloren. Also der hat auch Clips auf mir gemacht, gefühlt. Ja, also... Er hat richtig oft versucht, mir irgendwie Footstool Kombos zu machen. Die haben mich alle getaggt, aber er hat mich halt anders gekriegt. Dann. Ja, ja, ich habe also gehört, wie er währenddessen geredet hat. So. Ja. Er versucht diesen Footstool und du so, nein. Genau, ja. Also mit Beißel, die Sets sind immer mega entspannt. Also total anstrengend, einfach weil es Duckhand ist und man richtig patient sein muss, aber trotzdem immer mega entspannt, weil es eine coole Atmosphäre ist. So. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, natürlich, Rufen ist immer ein starker Gegner als deren auch. So kann ich nichts gegen sagen. War auch total angespannt. Ich hatte mega viele Last Hits jetzt auch gerade in den Sets. Aber wenn ich darauf gucke, weiß ich, hat mich besiegt. Also würde ich sagen, er war mein schwerster Gegner heute. Und du hast ja, naja, also im Losers hast du ja nochmal ganz anders gespielt. Ne? Das war dann nochmal ein bisschen mehr Intensity einfach. Da hast du recht. Okay, ich war auch ein bisschen... Ich sag mal, warm. Ich habe ja vorher 2 Sets direkt gespielt und dann direkt gegen Beißel. Mhm. Also ich war dann warm, aber ich habe nochmal ein bisschen anders gespielt auf jeden Fall. Hast du in letzter Zeit, spielst du denn viel? Also so vielleicht Wi-Fi ein bisschen so, ja, okay. Random Doubles. So im Vergleich praktisch zu deinem Höhepunkt deiner Karriere oder so? Ja, also auf jeden Fall weniger. Mhm. Viel mit Arbeit, auch momentan jetzt Weihnachten und so. Ja. Kann man nicht viel machen, aber auf jeden Fall weniger als vorher. Ah ja, okay, krass. Weil ich habe einfach bei vielen das Gefühl, dass sie, auch wenn sie weniger spielen, einfach eine richtig starke Leistung haben. Wir hatten ja jetzt auch Rinor, 2. Platz bei was, TGM. Genau. Ja, gegen genau. Karik war das, ne? Und ja, hält auch richtig sick, ne? Einfach gegen Quick gewinnen und so. Ja, richtig. Das war dann auch 3-0 oder sowas. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass Leute ein bisschen weniger zu Turnieren gehen und sich dann wirklich auf eins fokussieren, dass sie versuchen, dann auch richtig abzuliefern. Ja. Als wenn man jetzt wirklich so richtig viele Turniere on demand hat und sagt, ich kann jetzt da hingehen und dann mal gucken, wie ich so place. Mhm. Da ist die Mentality dann ein bisschen besser. Genau, genau, dass man sich ein bisschen mehr fokussiert. Ich versuche jetzt auch immer so im Monat ein Turnier mitzunehmen, wenn es geht. Mhm. Nächste Woche bin ich auch noch beim Pixel-Pokal. Also okay, cool. Tatsächlich 2 im Dezember. Ja, krass. Also nochmal bis zur letzten Woche und dann erstmal Weihnachtspause. Ja, dann erstmal Weihnachtspause und dann mal gucken. Arcadia auf jeden Fall. Im März war es, glaube ich. Ich glaube März, Ende Februar, März. Ja, es war, so. Ich glaube auch, das war März. Und da werde ich auf jeden Fall auch da sein. Ja, versuche ich auch. Kann man nicht, darf man nicht fehlen. Und dann vielleicht nochmal so das gelegentliche NIZ, wenn es bei mir mit der Arbeit hinhaut. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber sonst ist es ja eigentlich nicht weit. Es war eine voll entspannte Anfahrt. Mhm. Ich steige in die Bahn, 40 Minuten, 45 Minuten und dann eine Viertelstunde hierher laufen. Also entspannter geht's eigentlich nicht. Und also normalerweise ist es ja manchmal auf Turnieren so, dass man da so ein bisschen fastet. Dass man da irgendwie gerade nicht die Zeit hat und irgendwie das Umfeld, um was zu essen und so. Ja. Und hier ist das halt so... Du hast vor der Tür alles, ja, so ungefähr. Und wir haben auch eine Küche, wo man halt Mikrowelle und alles Mögliche dran hat. Das stimmt, das ist ganz entspannt auf jeden Fall. Ja. Ist auch nicht so kalt wie in anderen Locations. Oh ja, wir haben
Morgens war es auf jeden Fall kalt, aber wir haben überall die Heizung auf 3 gedreht, ja, und dann und hier ging das auch. Auf. Aber voll coole Luca hier. Kann ich nur empfehlen. Ich versuche auch öfter herzukommen, aber naja, mal gucken. Ja, ey, sonntags ist easy. Ne? Man kennt es mit der Arbeit. Und gerade wenn man auch mal samstags mal arbeiten muss, dann ist das halt schwierig. Weil Repus ist jetzt auch gerade so, dass er kaum noch Zeit hat, irgendwie mal zu kommen. War jetzt die letzten, was weiß ich, 5 Male nicht da. Das ist halt schade, aber so ist es halt. Ja, aber trotzdem mega cool, dass du da warst einfach mal. Ja, freut mich auch, mal wieder hier sein zu können. Safe. Ich kann jetzt auch gleich mal meine Double Sets spielen. Ja, stimmt. Ja, da Mario Party haben wir heute leider nicht geschafft. Aber du hast es auf jeden Fall geschafft zu gewinnen. Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Genau. Ich würde dann mal sagen, das war's von uns. Die Regie ist gerade nicht da, also. Wir laufen einfach gleich aus dem Screen raus. Genau, laufen wir da gleich einfach raus und dann, genau, sage ich nochmal schönen dritten Advent an euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und. Ciao. Bis dann. Ciao.